am Wort ist Philipp Kucher von der Sozialdemokratie. Ich tue mir ein bisschen schwer heute. Es geht ja nur um Grund- und Freiheitsrechte und sozusagen Dinge, die vielleicht verfassungswidrig sind. Aber es ist gar nicht so leicht, sich noch auszukennen, nachdem ja heute ÖVP und Grüne im Minutentakt die Gesetze geändert haben, dass man noch ein bisschen einen Durchblick hat bei den unterschiedlichen Gesetzen. Da, wo weniger Fehler markiert sind, dürfte die letzte Variante sein. Ich kenne mich nicht mehr ganz genau aus, sozusagen, was jetzt überhaupt vorliegt. Aber es geht ja nur um Grund- und Freiheitsrechte in Österreich. Da braucht man nicht so pingelig sein. Da kann man ruhig auch großzügig sein in einer Corona-Krise. Ganz grundsätzlich möchte ich schon auch die Frage hier stellen, ist es wirklich notwendig, dass man Menschen Angst einjagen muss, dass die eigenen Eltern, dass Oma und Opa vielleicht sterben, damit sie in der Lage sind, die Corona-Krise zu meistern? Ist das notwendig, dass man Menschen Angst einjagen muss, so wie der Sebastian Kurz das im stillen Kämmerlein gesagt hat? Oder geht es nicht auch anders, indem man die Bevölkerung informiert, dass man die Fakten auf den Tisch legt? Ist es notwendig bei den Apps, die jetzt im Raum stehen? Muss man Menschen zwingen, dass sie eine App verwenden? Oder sagt man, die Menschen sind vielleicht intelligent genug, dass sie das selber wissen, wenn man ihnen die Fakten auf den Tisch legt? Ist es möglich, dass man so wie in Deutschland sagt, es gibt Expertenrunden, wo man die Expertinnen und Experten auch kennt, wo man danach bei Pressekonferenzen auch die Experten vor den Vorhang holt? Oder machen wir es so wie in Österreich, dass man sagt, die Experten braucht man nicht, das macht alles der Sebastian Kurz, weil der kennt sich überall aus. Wenn es Fragen gibt, kann man den Sebastian fragen. Spannend ist es nur, und Herr Bundesminister Anschober, ich wäre da jetzt skeptisch, warum sind Sie jetzt eigentlich nur noch alleine bei den Pressekonferenzen, sobald es ein bisschen happig und holprig wird, ist der Sebastian Kurz weg. So, auf einmal ist nur noch der Rudi Anschober verantwortlich. Wir merken alle in der zweiten Phase, dass es nicht leicht ist. Wir müssen alle miteinander die zweite Welle verhindern. Aber kaum wird's haarig, ist der Rudi Anschober entweder verantwortlich und die möchte sie dann nicht verteidigen, oder die Bevölkerung ist nicht in der Lage, die Verordnungen umzusetzen. So, in Österreich kennt sich zwar niemand mehr aus, wir haben inzwischen eigene Arbeitsgruppen, die wir brauchen, dass wir noch wissen, was überhaupt geltendes Recht ist, aber wenn irgendwas nicht klappt in der zweiten Phase, dann ist die Bevölkerung schuld. Das ist natürlich logisch, aber das Sebastian Kurz ist ohnehin schon auf Tauchstation. Einmal möchte ich noch warnen zu dem Epidemiegesetz. Wir haben in Österreich eine eigene Ministerin, die danach immer gescheiter ist. Vorher sagt sie nichts, aber hinten nach ist sie immer die Gescheite und erzählt uns allen, was super gewesen wäre, die Frau Ministerin Edtstadler. So, die hat letzte Woche sich beschwert über die APA, dass der Herr Minister Anschober sie nicht vorher fragt. Deswegen hoffe ich, dass sie vorher die Möglichkeit gehabt hat, sich beim Epidemiegesetz auch einzubringen. So, und da geht es wirklich um massive Eingriffe. Da geht es darum, dass man versucht hat, eine App durch die Hintertür einzuführen in Österreich. Wir wissen alle, Sebastian Kurz hat eher dieses israelische Modell wollen, wo jetzt der Geheimdienst gerade die Möglichkeit gehabt hat oder das Verbot bekommen hat, diese Geheimdienst-App sozusagen zu verwenden. Da hat man nämlich alle infizierten und kranken Menschen überwacht. Das wollte Sebastian Kurz haben. Dann haben die Grünen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, muss man ja loben, haben wir alle miteinander verhindert, dass es einen Zwang gibt. Und dann war der Sebastian Kurz auf einmal wie ein trotziges Kind, wollte diese ganze App nicht mehr haben. Haben wir jetzt am Wochenende auch in der Presse nachlesen können. So, jetzt plätschert das Ganze dahin. Es gibt bis heute nicht die Festschreibung, dass wir sagen, Freiwilligkeit gehört sozusagen verankert, Arbeits- und Sozialrecht. Bis heute wissen wir nicht, wenn um 11 Uhr in der Nacht aufpinkt sozusagen und du die Nachricht kriegst, dass du potenziell infiziert bist, da weiß man bis heute nicht, darfst du am nächsten Tag arbeiten gehen oder nicht. Die Frau Ministerin Aschbacher hat gesagt, ja, arbeiten gehen muss man schon. Das heißt, die Leute wissen nicht einmal sozusagen, was passiert, aber das ist alles husch-pfusch. Husch, Pfusch. Jetzt wollten wir das Ganze ins Epidemiegesetz noch hineinschreiben. Wir haben gesagt, so eine wichtige Frage kann man doch nicht im stillen Kämmerlein sich die Politik ausmauscheln. Seit Tagen tun ÖVP und Grüne herummauscheln, herumdoktoren, 100.000 Fehler drinnen. So kann man doch nicht arbeiten, wenn es um Grund- und Freiheitsrechte geht. Deswegen Rückverweisung an den Ausschuss. Nehmen wir uns alle miteinander die Zeit. Das ist peinlich, was heute abgeht. So kann man nicht arbeiten. Das schafft kein Vertrauen. Husch Pfusch ortet Philipp Kucher von der Sozialdemokratie vor allem in Bezug auf den Umgang mit der geplanten Corona-App.